Uraltes Wehen vom Meer. Ich möchte, dass die Studenten ein Gefühl für ihren Ton entwickeln, für ihren ganz persönlichen Ton. Und dass sie über ihre Stimme Bescheid wissen, dass sie ihrer Stimme vertrauen und Lust haben, mit ihr zu spielen. Mörder, Räuber, Lumpenpack! Mörder, Räuber, Lumpenpack! Mörder, Räuber, Lumpenpack! Ja, that's it. Was bin da? Okay. Versucht, dem Gegenüber zu ermöglichen, Atem zu schicken. Ja, und zwar in bestimmte Körperregionen. Wo kann man überall Atem spüren? Das Wort Persönlichkeit, da steckt das lateinische Wort personare hinter. Und personare heißt durchklingen, durchtönen. Ich bin davon überzeugt, der ganze Mensch spricht, der ganze Körper spricht. Das heißt einmal Körper, Atem, Stimmübung, aber danach das Umsetzen am Text, am kreativen Ausdruck. Als sie einander 8 Jahre kannten. Man kann sagen, sie kannten sich gut. Kam ihre Liebe plötzlich abhanden. Die anderen Leuten Stock oder Rot. Sie waren traurig. Trugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei. Sie sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie plötzlich. Und er stand dabei. Er sagte, es wäre schon 3:45 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Dazu gehört natürlich viel. Konnte man eben sehr schön bei der Gedichtearbeit sehen. Es liegt immer sehr stark daran, inwieweit habe ich Lust, mich zu öffnen, von mir zu erzählen und aber auch von meinen Gedanken. Es sind nicht nur die Gefühle, sondern auch meine Haltung zum Text, die sehr wichtig ist. Und das mache ich Ihnen immer wieder klar. Und jetzt verwandelt sich der Atem in Ton.